Ja, hallo liebe Freunde, ich grüße euch heute mal hier aus dem Park von Gotha. Ich habe gerade wieder so eine Idee, während mich meine Füße hier über diese historischen Wege tragen. Was würde denn dagegen sprechen, die innenstädtischen Fußwege, naja, nicht alle, aber zum Teil, wie Parkwege zu gestalten. Ne? Also hier so solche Sandwege, wie sie halt hier im Park sind, die laufen sich sehr angenehm. Die könnten ja auch irgendwie durch die Innenstadt führen. Sozusagen als gedankliche Verbindung zwischen Park und Stadt. Also sozusagen aus der Stadt einen Einkaufspark machen. Vielleicht könnte man ja teilweise dieses alte Pflaster, ja, kann man vielleicht nicht rausschmeißen, das ist ja optisch irgendwie gewollt. Aber hier und da vielleicht solche Parkwege anlegen, ne, die dann einfach sich durch die Innenstadt schlängeln und die dann irgendwie, sagen wir mal, gedanklich die grüne Oase mit der Einkaufsoase verbinden. Ja. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da gibt es ja Landschaftsgestalter, die da vielleicht ein bisschen mehr Geschick haben, das nicht nur in Worte zu fassen, sondern mal ein Bildchen am Computer zu zaubern, ne? Eine Animation, wie sowas sein könnte. So ein Parkweg, der durch die Gotha-Altstadt führt. So mit grünen Oasen halt, ne? Wo also auch Wildpflanzen wachsen dürfen, was wir mal als Unkraut bezeichnen. Ja, das wäre mal so eine Geschichte, über die man mal in der Sommerpause nachdenken könnte. Bin ich hier gerade bei den Kasematten angekommen. Tolle Geschichte, empfehle ich jedem, sich das mal anzugucken. Und die könnte man ja vielleicht so nach und nach komplett frei buddeln, ne? Wenn man mal Zeit hat. Also ich gebe mal kurz einen Schwenk drauf. Ne? So, das sieht erstmal von außen nach nichts aus, aber das ist von innen, ist das wirklich eine sehenswerte Geschichte. Ja, kann man sich anschauen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.